So, hallihallo. Wunderschönstes Wetter haben wir. Ich stehe im T-Shirt draußen, friere nicht. Ist der Hammer. Ich finde es nur toll. Und ich dachte, gut, wenn so Wetter ist, dann machen wir doch mal eine kleine Zusammenfassung. Sind doch wieder ein paar Fragen aufgekommen zum Fahrradwohnwagen und zum Dreieck. Also, zum Dreieck. Das erste ist, das sind 4x110 Watt Paneele, 1,10 Meter breit. 54 cm lang, glaube ich, nochmal. Aber ich messe gleich nochmal. Ich habe jetzt hier das Metermaß gerade mal für euch hingelegt und diesmal sogar ein bisschen vorbereitet. Was nicht langt, habe ich daher so einen hübschen Kuli von meiner Frau hingelegt. In einer ganz tollen Farbe, dass man nicht übersieht auf dem Boden. Also, wie ihr seht, also bis dahin sind es schon 5 Meter. Also, ich denke mal, ja. 1,5 Meter vielleicht noch, also 6,5 Meter, wo ich aber am überlegen bin, dass ich diese Deichsel hier, weil ihr seht, also der Abstand muss ja jetzt nicht mehr sein. Früher war ja die Anhängerkupplung hinten übers Fahrrad drüber, also ging ja das Rad näher raus und dann war es ja auch ein 28 Zoll, da waren wir schon relativ nah dran. So, jetzt zum Antrieb. Das sind viele, viele Fragen und das jedes Mal ins Kleinste zu erledigen war schwierig. Also ich kann es zwar erklären, aber ich glaube im Film kann man es ganz einfach besser darstellen. Ist jetzt zwar der falsche Reifen, der steht jetzt da drüben, weil das kommt auch noch gleich das Thema. Und zwar hier seht ihr auch, da ist ein Magnetläufer drauf, gegenseitig auf der anderen Seite, der gehört eigentlich andersrum rein, ist jetzt gerade verkehrt rum drin, ich weiß gar nicht wieso, ich habe es halt das reingemacht zum Transport. Ja, wie gesagt, ich hatte ja das Problem mit dem anderen Reifen, dass der hier in die Gabel nicht reinpasst. Die Gabel, die wir gekauft haben, ich verarscht worden bin. Die ist viel zu groß. So, also jetzt nochmal zurückzukommen. Hier ist der Magnetläufer. Da kommt ein Sensor hin. Dadurch merkt er, wie schnell ich mit dem Fahrrad fahre. Umso schneller gibt der Gas. Das kann ich über den Controller wunderbar einstellen, wie viel Schub da mehr kommen soll. Dann seht ihr hier einmal. Auf der anderen Seite ist der zweite Hydraulikschalter von Magura. Haben sich super bewährt, weil wartungsfrei. Gehen auch nicht kaputt. Dann habe ich hier zweimal getrennte Shimano-Bremsen. Vielleicht ändere ich das auch noch um, weil beim Dreieck habe ich jetzt gemerkt, es geht mit Magura-Griff, geht es auch wunderbar mit einer. Andersrum habe ich hier auch noch eine Ausfallsicherung. Falls mal einer doch nicht tut, dann tut wenigstens eine Bremse. Ja. So, wie gesagt, hier wird die Geschwindigkeit gesteuert. Sobald ich mit dem Wagen auffahre, schiebt sich das hier rein. Das heißt, die Bremsen werden gezogen. Ja. Und automatisch über den Magura-Schalter kriegt der Motor ein Signal aus. Ja, dann kommt auch kein Schub mehr vom Motor. Also einmal Geschwindigkeitssteuerung über das. Wenn ich bremse, wird automatisch der Motor ausgeschalten. Oder wenn der Schub zu stark wird, geht auch automatisch der Motor aus. Aber das kann man über die Einstellung so variieren, dass er entweder ein bisschen mitschiebt. Ja, das kann ich auch über die Federeinstellung, die ich hier habe, noch variieren, wie fein der aufbremsen soll oder wie weit der noch mit ein bisschen schieben darf. Ich hatte es bei dem Fahrrad, da hatte ich ja noch gar keinen Antrieb drin, hatte es so eingestellt, dass es ein bisschen mitschiebt. Da muss ich jetzt mal gucken, ob es so macht, dass ich eventuell den Backfangmotor vorne ganz auslasse und das wieder über die Schiebfunktion mache. Ja. Falls ich das so mache, werde ich auf jeden Fall doch eine Kabelverbindung machen, weil bisher war ich ja eigentlich, ist das extra so konzipiert, dass keine Kabelverbindung zwischen Fahrradwohnwagen und Fahrrad, in dem Fall jetzt Dreieck, besteht. So, da kann ich jederzeit abkoppeln kann. Mal geschwind ummodeln kann, wenn zum Beispiel irgendeine Engstelle oder sonst was kommt. Das Schöne ist, durch das Rad vorne kann ich den auf der Stelle wenden. Also wirklich auf der Stelle wenden. Das ist halt das Schöne an dem Dreirad. Das nächste Schöne an dem Dreirad ist, wenn ich ziehe, läuft automatisch der Motor an. Also ich muss nicht mal die Kraft aufwenden, um den Wagen vorwärts zu bewegen. Dann lasse ich den immer gegen das Bein hier dagegen laufen, dann fährt die Bremse rein, schaltet auch den Motor aus, wenn es mal zu schnell wird. So, bekommen hat er jetzt, ihr seht ja, das war der alte Motor, hat
nicht so hundertprozentig funktioniert, aber ich bin immer noch relativ sicher, es war nicht der Motor, sondern der Controller. So, das hier sind jetzt die neuen Motoren, alufähigen Motorradreifen. So, dann können wir mal weiter. So, die Alufläche. Wir sehen, die Alufläche, die Solarfläche hat jetzt eine neue Alu-Konstruktion unten drunter gekriegt, aber das Rohrsystem habe ich beibehalten, bloß diesmal nicht im Kunststoff, sondern auch in Alu. Ja, aus dem ganz einfachen Grund, das hat sich wunderbar bewährt. Ich wollte es jetzt auch nicht mehr wegmachen. Ja, und so kann ich es mit Gewalt ausklipsen und kann es in die Richtung oder in die andere Richtung kippen. Also sozusagen, egal wie ich stehe, immer passend die Sonne in die Sonne stellen. So. Hier sieht es natürlich noch gerade ein bisschen chaotisch aus. Da sind noch Sachen drin, die wir natürlich mitgenommen haben. Das ist noch der Tisch. Da sind noch ein paar Campingsachen drin. Eine große Ortliebtasche, mein Kochzeug. Die Wasserfilter vorrätig für das Ding. Da werde ich aber nur ein paar mitnehmen. Dann habe ich für ein ganzes Jahr Filter. Und wenn ich dann welches brauche, kann ich entweder von der Leila zuschicken oder unterwegs kaufen. So, hier seht ihr ja, da habe ich jetzt einen festen Tank verbaut. Ja, wo ich da allerdings auch nochmal ran muss, weil ich nämlich noch einen Ablauf nach unten haben möchte zum Entleeren. Ja, falls ich mal Dreckwasser reinlasse, dass ich ihn ausspülen kann, entleeren kann oder wieder Frischwasser reinfüllen. Dafür haben wir jetzt die Wasserfilteranlage, die leider, da hatte ich wohl nicht ganz entleert, da ist mal die Membrane, seht ihr hinten, der Deckel ist abgeplatzt durch den Frost. Aber nee, das ist kaputt gegangen, Gott sei Dank. So, dann habe ich hier einmal das gefilterte Wasser und hier einmal ungefiltertes Wasser. Läuft alles über die gleiche Pumpe. Mal reinschieben. Dann richtig drin. So. Zur Küche. Da habe ich mir ja jetzt hier das neue Windschild gebaut. Ich falle es jetzt nicht auf, ihr wisst, was ein Windschild ist. Ja, also, das habe ich jetzt etwas höher gebaut, weil ich am Anfang ein bisschen mit dem alten Windprobleme hatte und dann war es auch noch immer im sperrigen Weg, weil das ja noch ein gebogenes U war. Ja, das musste ich dann immer reinlegen. Das passt jetzt wunderbar oben drauf. Hier habe ich einmal zwei flammigen Spirituskocher. Habe hier auch noch mal eine 12 Volt Steckdose. Dann zu USB-Anschlüssen. Zwei. Hier kann ich noch mal zwei Dinger einstecken. Hier habe ich zwei. Also ich denke mal, USB-Anschlüsse habe ich hier genug. Ja. Da könnte ich auch noch einen Adapter einstecken. Ich habe von diesem USB 12 Volt Stecker Adapter noch genügend. Und summarum, wenn mal irgendjemand zu Besuch kommt und möchte sein Handy laden, kann er das auch machen. Ja. Allerdings muss er mir vorher Bescheid sagen. Also übrigens, das ist die Wassereinfüllung. Hier ist Lüftung unten. Das seht ihr hier drin. Die kann ich auch auf und zu machen. Da ist auch Auf und Z drin. Also seht ihr. Und das ist oben. Und das hat sich bewährt. Da hatten wir noch gar keine Fenster drin, die man aufmachen konnte. Und wir hatten zu zweit mit nassem Handtuch bei 5 Grad der Außentemperatur da drin keinerlei beschlagene Scheiben. Da war es ja früher auch noch, dass das einfach bloß die Stehplatte war hier. Und da ist jetzt das Fenster reingekommen. Das zeige ich euch auch mal geschwind. So, und da habe ich jetzt einfach aus U-Profil mir einen Rahmen gebaut. Dann aus normalen 2020 einen Rahmen zusammengesteckt mit diesem Steckverbinder. Die Plexiglasscheibe drauf silikoniert und verschraubt schön. Das ist eine getönte. Und der nette Nebeneffekt ist, den Aufsteller aus. Der nette Nebeneffekt, ich habe halt nur die Stärke der Scheibe als Auftrag, also keine große Kante, wo hängen bleiben kann. Und das bisschen, wie ihr seht, da geht ein Ast einfach dran vorbei. Ja, wie ihr seht, das ganze Ding ist gerade voll noch mit Wüstensand. Da kommt ein Kiro. So, hier haben wir Schubladen, die gleichen Schubladen, ich mache es jetzt nicht auf, ich muss jetzt extra einen Schlüssel hinten rausziehen. Die gleiche Größe wie die hier, also riesengroß. Bist du jetzt erschrocken, Spatzi?
Ja, riesengroß. Also da kommt normalerweise dann immer die Lebensmittel rein. Hier hinten ist, wie ihr seht, da muss ich nochmal dran. Ich habe noch ein bisschen Feinstaub, die habe ich noch angepasst, hier die Platte. Ja, da war ja vorher auch so eine Stegplatte drauf. Das hat sich nicht so wirklich bewährt. Wenn man da was Warmes draufgestellt hat, ist es kaputt gegangen. Jetzt habe ich da eine Aluplatte hingemacht. Das ist übrigens ein Reststück von der Platte da vorne. Ja. Da haben wir ja jetzt auch die Stegplatte weggemacht, eine Aluplatte hingemacht, dass die Stützen hier endlich mal stabil stehen. Ja. Die Stützen, wo ich hier immer das Problem hatte mit den Pollern, wo man auch sieht, da hat es ja auch ein bisschen die Stegplatten ruiniert, da muss ich mir auch noch was einfallen lassen. Also entweder schneide ich sie weg und tue ein Stück einsetzen oder klebs, keine Ahnung. Habe ich jetzt diese Wohnwagenstützen hier drunter. Muss jetzt die Kamera kippen, sorry Leute. Sonst kann ich das nicht gescheit aufnehmen. So hoch ist der Wagen dann doch nicht. Ja. Und wie ihr seht, hier auf der Seite ist natürlich der gleiche Motor drin. Und da mussten wir ja jetzt, wie ihr sehen könnt, da haben wir ja nachgeschweißt. Muss ich auch nochmal ran. Ein bisschen Rostumwandler drauf, das fängt schon an zu rosten. Und dann noch mit Hammerschlag nacharbeiten. Haben wir die Halter komplett nochmal rausfräsen müssen und nochmal hat mir die Halter hier für die Bremsbacken fräsen lassen, weil ich leider keine Fräse hatte. Und haben die dann eingeschweißt. Das war auch eine Riesenaktion. So, hier vorne drin. Jetzt hole ich doch mal schnell den Schlüssel. Ja, ich weiß, Vorbereitung ist alles, ne? So, übrigens, der Tisch hier ist einklappbar. Ja, den kann man also runterklappen. Dann hat man die komplette Fläche. Da hinten habe ich auch eine Riesenablagefläche. Da habe ich jetzt die zwei Bullaugen eingebaut und hier habe ich dieses Fenster und da habe ich mir, wenn er auch viel zu groß ist und hässlich aussieht, aber ist egal, dafür habe ich jetzt hier ein Fliegengitter und kann das Ganze auch noch verdunkeln. Ja. Hier werde ich mir einfach so einen Stoffvorhang hinbasteln noch. So, hier liegt schon die Keterschiene. Die kommt jetzt hier außen noch drauf. Ich habe mir einen Vorhang schneidern lassen, der hier außen drum herum kommt. Mit zwei Reißverschlüssen jeweils hier und hier. Dann ist das auch gescheit. Das hat man ja erst hier mit Flat dran gemacht. Das hat aber bei Wind nicht gehoben. Ja, mit der Keterschiene ist das dann kein Problem mehr. Dann kann ich, wie gesagt, hier habe ich ja mein ultraleichtes Tütenklo. Ja, da ist sogar noch Klopapier drin und der Deckel. Ja, kann ich mir dann hier hinstellen, mache hier zu und habe meine Ruhe. Dann habe ich ja noch diesen Pumpsack, wo man Luft mit Luft reinpumpt, in die Sonne stellt. Dann hat man 18 Liter da drin oder 10 Liter, 12, 14. Ich bin mir nicht sicher. Über 10 auf jeden Fall. Also es reicht allemal fürs Duschen. Ja. Und dann habe ich da sozusagen warmes Wasser zum Duschen, kann ich auch hier hinmachen. Ja, da habe ich so einen Saughalter, das kann ich hier dann hier oben hinmachen. Und dann stehe ich hier drin und kann duschen. Ist perfekt. Habe ich schon versucht, hatte ich auf der Reise schon getestet. So, und das Ganze sieht jetzt natürlich so aus. Jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter weg. Ja. Das ist schon ein Monstrumsgespann. Ne? Also, wenn man bedenkt, jetzt gucken wir mal gerade, jetzt machen wir eins, den Zollstock hier. Aua. Ja, das wollte ich eigentlich jetzt nicht. Ja, jetzt muss ich euch mal schön hinstellen. Hoffentlich bleibt sie stehen. Der Boden ist ja nicht so gerade. Das auch machen. Das dürfte die weiteste Breite sein. Ja, geht sogar. Ich habe gedacht, 1,50 wäre es, 1,30 ist es. Also 6,30 Meter wäre ich jetzt momentan. Jetzt gucken wir mal. Ein halber Meter reicht da auch. So. Schnapp, schnapp. Ja, ich laufe hier übrigens im Gammel-Look noch rum. Ich muss mich kleiner umziehen. Ich habe hier vorher noch am Dreieck rumgebastelt. Ich dachte, ich ziehe mir jetzt keine guten Klamotten an. So, wir haben jetzt hier 50 cm. Die könnten eigentlich komplett raus.
Also habe ich gesagt, 6,30 Meter sind wir, 50 Zentimeter weniger, dann sind wir bei 5,80 Meter. Ja, dann geht's auch. Ich habe jetzt eigentlich länger im Kopf gehabt. Ich weiß nicht, wieso ich das länger im Kopf hatte. 5,30 Meter geht doch eigentlich. Ja, also wie gesagt, dieses Rad mit der Verkabelung kommt noch raus. Da ist, bleibt dann nur noch das eine Kabel für den Radsensor. Und das andere Kabel ist hinten fürs Bremslicht. Das muss ich ja dann nochmal wieder sauber hinmachen. So, mein Problem ist jetzt hier noch, ich muss eine Gabel finden. Das mit einer Hand ist gar nicht so einfach. Kiro, was ist los? Moment, ich muss euch wieder hinstellen. Ja, wackel, wackel. Kennt ihr mich. Aber es ist halt hier alles spontan. So, wie ihr sehen könnt, ja, eine Handbreite, das ist definitiv zu viel und deswegen kommt dann der Wagen auch vorne hoch wie ein Hochstarter. Ja. Soll man da denken, dass das ein bisschen was ausmacht, aber das macht unwahrscheinlich viel aus. Ihr seht ja, das Rad ist jetzt ein bisschen kleiner wie die und jetzt geht er gerade ein bisschen vorne nach unten. Ja. Und das ist bloß die Reifenstärke. Ja. Und die sind jetzt noch mal ganz aufgepumpt, wenn ich es gerade richtig sehe, müsste ich mal wieder Luft auffüllen. Und der Kiro tut gerade den Wagen ganz genau beobachten, glaube ich. Oh ja, das duftet. Ha? Kiro? Kiro? Riecht der Fahrradwohnwagen nach großer, weiter Welt? Ja? Naja, große, weite Welt hat er noch nicht gesehen, nur Dänemark und Belgien und ein Großteil von Deutschland. Ja, und hier ist wie gesagt auch noch die Schublade, aber ich hätte doch jetzt, genau, ich habe doch einen Schlüssel geholt. Jetzt können wir da auch mal raufmachen. So, was ich dann natürlich auch noch gemacht habe, weil ich da ja auch noch Probleme hatte mit den Schubladen, weil diese Klickschlösser haben ja nicht funktioniert. Da habe ich mir hier so Stiftschlösser gemacht, die jetzt in die Schublade reingeht. Ich sehe gerade, ja, da müsste sogar das Schloss drin sein. Und hier seht ihr, da sind jetzt die zwei Dual-Controller. Die habe ich jetzt alle an diese Aluplatte drin gemacht. Auch den Victron Solarregler. Ja, und dass gleich die Abwärme da über die Platte auch weggenommen wird. Hier sind die zwei Ladegeräte, die habe ich jetzt auch gleich fest montiert. Sind hier in einem Mehrfachstecker eingesteckt, den ich dann im Prinzip, wenn ich mal irgendwie Strom brauche, entweder auf dem Campingplatz oder gegebenenfalls auch an einer Autoladestation laden kann. Gesichert sind die Akkus, wie ihr seht, mit Spanngurten. Ja. Das hat sich auch bewährt. So waren auch vorher die Autobatterien festgemacht. Da hinten seht ihr, da habe ich jetzt eine Verkabelungsstation hingemacht mit der Verteilung. Der Kiro schnuppert gerade auf der anderen Seite. Dann sind da überall auch Sicherungsautomaten drin verbaut, die dann rausfliegen. Na, Kiro, magst du mal reingucken? So, pass auf, die Klappe kommt gleich runter. Pass auf. Ui, Entschuldigung. Moment, ich muss euch wieder hinstellen. Ich brauche beide Hände. Spinnweben. Ja, da seht ihr hier auch riesen Schublade. Übrigens, das, was ihr jetzt hier seht mit Wasser, das war ich. Die habe ich nämlich ausgewaschen und habe sie dann aber nicht gescheit trocknet. Deswegen sind jetzt hier so Wasserflecken. Also nicht, dass ihr denkt, dass da Wasser reingeht. So, jetzt seht ihr, das hier war eigentlich so gedacht, dass es so hebt. Hat sich aber leider Gottes nicht bewährt. Jetzt kann ich gerade mal gucken. Wie der Schluss. Okay. Die auch mal wieder festziehen, das hat sich auch gelöst. Ja, dann mache ich hier noch. Ja, wie ihr seht, das Schloss schließt nicht sauber zu und deswegen habe ich jetzt hier diese Schlösser eingebaut, wo ich passend ein Loch gebohrt habe, wo dann hier reingeht. Jetzt geht da nichts mehr. Ja, weil ja während der Fahrt mir
Einmal auch eine Scheißsituation hatte, wo mir die Schublade aufgegangen ist und ich habe es nicht gesehen und bin an der Laterne hängen geblieben und habe mir die ganze Auszugsschiene ruiniert. Naja, die muss ich auch wieder rausmachen. Das hat sich. Da habe ich mich auch verarschen lassen. Sie sollten eigentlich Edelstahlscharniere sein. Man sieht's. Schrauben sind alle Edelstahl, das sieht man auch. Ja, da passiert nichts. So, und was jetzt mein Hauptproblem auch noch ist, ist das hier. Ja, ich habe hier unten drunter die Folie drunter auf die Styroporplatten mehr oder weniger nur an Panzertape, die ich auf die Styroporplatten kleben konnte, weil das die Folie selber auf den Styroporplatten nicht gehoben hat. Ja, und wie ihr sehen könnt, ist das jetzt überall gerissen. Gut, nach 4 Jahren komplett draußen im Wetter, oder über 4 Jahre jetzt, draußen im Wetter, jeden Tag Sonne, Regen, tralala, und ihr seht ja auch jetzt schon alleine nur, dass ich jetzt ein paar Minuten den Wagen so rumgedreht habe. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Seht ihr das? Ja, das ist das, was ich meine, wo die Leute immer sagen, ja, die Stegplatten heben ja nachher meinen Wagen. Das ist absoluter Blödsinn, Leute. Also, weiß nicht, wer, ich glaube, René Krea hat damit angefangen. Es ist Nonsens. Diese Platten dehnen sich bei Wärme und Kälte. Ja, bei Kälte ziehen sie sich zusammen, bei Wärme dehnen sie sich aus. Und wenn ich nur eine Schraube dazwischen wegmache, dann habe ich da eine Riesenbeule. Nur auf dem 75 cm. Ja, oder auf 50 cm. Ja, hier zum Beispiel über die Schublade. Wenn ich die 2 Schrauben nicht reinmache, habe ich da eine Riesenbeule über der Schublade. Ja, also daher glaubt dem Blödsinn nicht, dass eure Stegplatten irgendwas heben. Die heben nichts. Dafür sind die auch gar nicht gedacht. Die müssen freischwebend montiert werden. Ich habe mir ja hier extra, habe ich mir aus Aquariumschlauch Hülsen gebaut, die hinter der Schraube liegen, die als Abstandshalter dehnen. Die Platte ist freischwebend. Also die ist nicht mit der Schraube jetzt fixiert, sondern die ist nur hingedrückt. Ja? Also die ist nur hingedrückt, kann aber trotzdem noch freischwebend arbeiten. Ja, also daher glaubt den Blödsinn nicht, dass Stegplatten irgendwas heben. Dafür sind die nicht gedacht. Die reißen euch. So, zu dem Thema. Das hat mich nämlich schon immer geärgert und das wollte ich nämlich auch nochmal auf den Punkt bringen. Ja, also, Stegplatten sind wunderbar für so ein Projekt. Bis darauf, wenn man dann mal vergisst, hier die Dinger zuzumachen. Wo ich jetzt echt mal die Tage jetzt, ist fast schon ausgetrocknet. Jetzt muss ich echt aufpassen. Vielleicht heute Abend mal mit dem Panzertape drüber gehen, dass ich es wieder fixiere, bis ich mir dann dieses atmungsaktive Zeug da bestelle. Aber das ist halt auch wieder so ein Problem. Für 4 mm habe ich nämlich gar keins gefunden. Ja. Diese Membran-Klebestreifen. So, der Klebestreifen, das kommt alles noch weg. Ja, da kommt über diese Schienen kommt auch wieder so ein Reflektorstreifen drüber, dass man es nicht so sieht, das hässliche Ding. Und da werde ich wahrscheinlich beide nochmal austauschen. Gegen schönere. Ja. Und wie gesagt, der Streifen kommt auch noch weg. Das Ganze ist noch nicht hundertprozentig fix. Kann auch sein, dass ich die Platte vorne nochmal wegmachen muss. Wegen den Motoren, wegen der Einführung, wegen dem Kabel. Das muss ich ja noch machen. Jo, und so sieht es jetzt momentan aus. Ja, was auch noch sich nicht bewährt hat, oder ja, soll man sagen, ich meine, 4 Jahre Sonne, ne? Tut ihr Übriges, Regen, Schnee. Ja, also diese Reflektionsstreifen haben eigentlich auch noch gehoben. Ich habe halt jetzt zuletzt damals mit so einem kleinen, mit mal starken Hochdruckstrahler Akku betrieben, drüber gehalten und da sind sie dann vollends zerfetzt. Ja. Da sieht man noch, da ist sogar noch. Da ist noch sogar intakt bis auf hier. Ja. Aber das ist hier auch die hauptsächliche Schattenseite gewesen. Auf der anderen Seite stand er halt immer in der Sonne. Aber selbst da fängt jetzt an, hier diese Folie innen drin zu reißen. Jetzt ist halt die Überlegung, verliere ich ihn oder lackiere ich ihn? Beim Lackieren, genauso wie beim Folieren, sehe ich hier diese ganzen Schrauben, die ich habe, als Problem. Ja, weil
Beim Folieren, wie kriege ich da sauber eine Folierung drüber? Ja. Beim Lackieren, das ist Silikon. Ja, hier überall. Auf Silikon habe ich mal sagen lassen, hebt kein Lack. Oder wisst ihr da anderes? Wenn ja, dann her mit den Tipps. Ja, weil ehrlich gesagt, das hat mir schon die ganze Zeit nicht gefallen, weil ich ja die Steckplatte hier noch zusätzlich auf die Schublade draufgeschraubt habe, weil das mit den vier Schrauben nicht so wunderbar gehoben hat. Sieht scheiße aus. Ja. Dann, ja, wie gesagt, das Ding ist halt jetzt mittlerweile fast 5 Jahre alt, fast, nicht ganz. Ja. Sieht halt auch nicht mehr so toll aus, die Steckplatten. Ne? Ich meine, mir ist eh beim Arbeiten, weil ich halt keine Werkstatt hatte. Ne? Hier zum Beispiel sind die Späne noch von dem Loch drin. Das ist übrigens die Wasserfüllung für den Tank, den ich innen drin habe. Wie gesagt, da muss ich noch eine Bohrung nach unten setzen. Hier seht ihr übrigens, jetzt, wenn das geschlossen ist, das ist so eine Alu-Reflexionsgeschichte. Ja. Und was ich mir auch überlegt habe, selbst wenn er jetzt noch nicht fahrbereit ist, ich werde auf jeden Fall mal hier wieder eine Nacht übernachten. Ich habe so Bock auf den Wagen, ich sag's euch. Vor allem die Matratze, die ist so geil. Die ist besser als meine Matratzen im Wohnmobil. Ja. So, apropos Matratze, Schimmel und so, ne? Seht ihr irgendwo einen Stockfleck hier oder irgendwie Schimmel, irgendwas? Ja. Wassereinbrüche hatte ich mal da vorne, aber nicht mal den sieht man. Naja, wie gesagt, dreimal mit Öl behandelt, das Holz. Ja. Und zwar hier, war aber auch meine Schuld, beim Transport habe ich da viel zu arg drauf gedrückt und das ganze Ding ist ja hier eine freischwebende Konstruktion. Ne? Also erst hier ist der Steg und hier ist der Steg und das ganze andere ist nur gebogen. Und einmal Holz gebogen, dann die Styroporplatten drüber gebogen, geklebt und dann die Platte drüber gelegt und verklebt. Also das hier, da darf eigentlich keine große Kräfte drauf kommen. Ja. Mein Wind oder sowas macht kein Problem, aber wenn man da halt drückt wie ein Ochse, ja, das ist nicht gut. Ja. Ansonsten, der ganze Wagen, habt ihr ja gesehen, das seht ihr ja auch hier, das sind alles Profile in hier oben in 75 cm, in 50 cm Abstand, bis auf hier, wo der Radbereich ist, da sind es 75 cm. Hier unten sieht man es ganz gut. Ja, also 50, 75, 50, 50. Ja, dann hier in der Höhe mit 30 cm, wo dann sozusagen die ganze Technik drunter ist. Also hier die Technik, meine Klamotten- und Werkzeugschublade. Hier dann natürlich meine Essensvorrat, meine Küche. Ja. Den Wassertank könnte ich eigentlich rein theoretisch auch, hätte ich auch da unten hin verbauen können zwischen die Räder, aber dann wäre das Problem gewesen mit dem Einlass. Hätte ich dann halber durch den Wagen durchlassen müssen und da ich da vorne den Platz nicht so dringend brauche, habe ich gesagt, gut, ich mache ihn dahin, mache mir dann da noch irgendwie eine Holzkonstruktion drüber und dann kann ich da auch noch immer noch Zeug verstauen und ich habe ja da oben auch noch eine Riesenfläche. Ja. Dann habe ich Riesenschubladen, also und zur Not kann ich mir immer noch eine Ortliebtasche ans Fahrrad hängen, aber das werde ich gar nicht machen müssen. Aber vielleicht mache ich es sogar. So, was ich jetzt am Fahrrad noch vorhabe ist, ich bin am Überlegen, ob ich dieses ganze Dach nicht sogar kippbar mache. Und zwar nicht aus dem Grund wegen der Sonne oder sonst irgendeinem Blödsinn, sondern ihr wisst, ich habe ein Problem mit meinem Rücken. Momentan muss ich ja, wenn ich die Scheibe hier runterklappe, ich mach's mal. Ein Vogel direkt auf mein Auto geschissen. Wow, Schweine! Kiro, Kiro. Also Kiro mag echt den Fahrradwohnwagen. Ich glaube, den muss ich mitnehmen auf Reise. So, jetzt muss ich ja im Prinzip hier mit einem Fuß rein und dann mich nach unten bücken und da reinsteigen. Ja. Ich weiß halt nicht, wie lange das mit meinem Rücken noch gut geht. Deswegen bin ich am Überlegen, ob ich mir hier eine Halterungskonstruktion mache. Ich meine, ihr seht ja, ich habe ja hier überall diese Stege zwischen. Ja, da könnte ich eine
eine Stiftkonstruktion machen und dann ein Gelenk an diese Träger machen. Dann hätte ich auch dieses Stiftproblem, was ich ja hier immer habe, dass diese Stifte nicht gescheit verarbeitet worden sind von Dreieck Explorer, leider Gottes, wie vieles an dem Dreieck von Dreieck Explorer nicht gescheit verarbeitet worden ist. Einer hat ja auch bei YouTube reingeschrieben, dass es einen deutschen Vertreter gibt. Ja, das mag ja schön und gut sein. Dann zahle ich aber schon fast wieder HP-Preise, ja, wenn du es über den deutschen Vertreter kaufst. Gut, ein bisschen billiger ist es, aber dann würde ich mir eher ein Azur und Eis oder ein Steindreieck holen, weil Stein ist eigentlich ein super Dreieck und ist wesentlich günstiger. Ja, wie HP. Ich verstehe gar nicht, warum HP immer noch solche Preise aufruft, weil sie sind mittlerweile nicht mehr das Nonplusultra. Also Eis ist wesentlich besser, Stein ist Welten besser, genauso wie Eis Welten besser ist. Ja, Azur ist auch wesentlich besser und die sind alle vom Preis günstiger wie HP. Also daher, HP. Ihr solltet vielleicht mal drüber nachdenken, dass euer Name nicht immer nur das Nonplusultra ist. Ihr müsst auch mal Technik ein bisschen erweitern. Ja, gut, sie haben ein bisschen was gemacht, aber viele Sachen, wie zum Beispiel vorne diese Radfederung für die Vorderräder, hat immer noch dasselbe Problem als vom Anfang. Aber gut, anderes Thema. So, wie ihr sehen könnt, hier ist gerade mit Kabelbinder fixiert. Da ist mir mal Malheur beim Transport passiert. Das hat also jetzt nichts damit zu tun, dass der Wagen da drauf hängt, weil wie gesagt, also hier kommt keine Kraft, sondern das ist nur Zug und Schub. Ja, also runter zu, es kommt nichts, weil wie gesagt, hier frei gelagert. Ja, also hier ist nur Zug und Schub, mehr kommt hier nicht. Vielleicht werde ich das Ganze auch noch umändern. Ich habe da noch eine andere Idee, wie ich es machen will. Mal sehen, vielleicht ändere ich das noch. Oh, schöner Schmetterling. Süß. Hat sich gerade auf meine Fahrradtasche draufgesetzt. So, was ich auch noch umändern will, ist, ich habe ja meinen Akku hier unten und ich habe davon einen zweiten. Ich hoffe bloß, dass ich die Schiene wieder finde, weil die andere Schiene finde ich gerade nicht mehr. Und zwar habe ich ja hier vier Halter für Taschen, wo ich nicht brauche. Hier ist eh blöd, eine Tasche hinzumachen wegen Sitz. Das heißt, ich mache hier jetzt einen Akku hin und auf der anderen Seite den anderen Akku, mache dann eine Kopplung mit den Steckern. Ja, das Material liegt schon da. Ja, hier sieht es jetzt gerade aus, deswegen liegt auch gerade der Teppich da vorne. Liegt schon da, hier sind die Stecker, die ich brauche und da hinten ist irgendwo das Kabel. Da ist er jetzt hin. Ach, da liegt das Kabel. Hier sieht es jetzt gerade aus, wie als hätte eine Bombe eingeschlagen. Ich bin gerade wieder am Umräumen. Wie gesagt, ich suche gerade diese blöde Platte und finde sie nicht. Da ist übrigens mein alter Solarregler. Falls noch einer jemanden braucht. So, und das sind jetzt meine Probleme, die ich noch beseitigen muss. Also einmal die Verkabelung unten, die Motor. Da will mir ja Remsi Bremsi helfen. Ich hoffe mal, dass er auch sein Wort hält. Ja, das würde mir schon viel helfen. Wow, geil. Auch will. Will auch. Geil, geil, geil. Wie geil. Das macht Spaß, sag ich. Hey, Kiro, lass den Schmetterling in Ruhe. Das macht Fun. Ah, das würde ich auch unwahrscheinlich gerne mal machen. Also in meiner Jugend war ich als Segelflieger. Und damals war es noch so, da waren, wenn man unter 18 war, ist der Schein auf die Eltern gegangen, also auf den Vater. Ich hätte damals umschreiben lassen sollen, aber das habe ich nicht gemacht. Blöd. Und ja gut, ich hätte ja eh noch weiter Stunden machen müssen. Wäre jetzt eh abgelaufen. Also daher, ja. So. Also Akku, beide nach hinten. Das habe ich übrigens wieder repariert. Ich hoffe mal, dass es jetzt wieder hebt. Am Sekundenkleber. Genauso wie hier wieder
auch durch den Transport eine von den Hülsen rausgegangen. Ich habe es auch wieder mit dem Sekundenkleber geklebt, aber wie gesagt, das will ich noch ändern. Ja. Da kommt die Laila. Da kommt die Laila. Ich mach gerade mal so die Aufnahme, was alles gemacht werden muss und was noch geändert wird. Ja, ja, geil, wie ich auch. Du weißt ja, wenn wir mal im Lotto gewinnen, das ist die nächste Anschaffung. Ja. So, das ist noch die alte Solarfläche, die hängt hier das Kabel noch. Ja, die neuen sind schon angeschlossen. Und dasselbe Spiel haben wir ja dann hinten auf der Türe auch. Ach übrigens, ja, meine ganz tolle Technik mit der Türhalterung ist übrigens ein Alurohr, was hier einfach bloß in der Schraube geschraubt ist und hier von der Dämpferaufnahme reingeschlitzt und da hakt es ein. Ja. Also die Platte, so hat die ganzen 2400 Kilometer funktioniert. Ja, was soll ich sagen, ich werde irgendwann mal noch Dämpfer hinmachen. Das Problem ist halt bloß, dadurch, dass die Türe so lang ist, ja, ist das, die ist nicht schwer. Aber zum Aufmachen sind es halt unwahrscheinliche Kräfte und das muss halt die Türe, die Scharniere aushalten. Apropos, genau, Scharniere, bin ich ja auch gefragt worden, warum ich diese Scharniere genommen habe. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, normale Scharniere machen ja so, ja, und die machen so, ja, also sozusagen raus zu es. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, meine Türe sitzt hier oben gerade an der Kante nachher, also an der Schiene hier dran. Ja, und hier ist eine leichte Überdachung, ja, das heißt, wenn es regnet, läuft es hier auf die Tür und läuft außen runter. Das heißt, ich kann hier immer bei dem größten Schutt stehen, sitzen, sonstiges und krieg nichts ab. Ja. Dieses Fenster hat auch noch zwei Vorteile, nicht nur, dass ich innen drin Licht habe, sondern wenn ich hier nachher den Vorhang drumherum habe, kriege ich hier auch noch Licht rein. Jo. Das war jetzt eigentlich mal so eine umfassende Aufnahme der Sachen, die noch gemacht werden müssen. Leider ist dir das nicht so warm mit der Jacke. Ja, beim T-Shirt. Ja, hallo, ich bin auch mit dem T-Shirt, ich schwitze hier gerade. Und mein Auge tut immer noch weh, ja? Ja. Wir haben hier gestern wieder, wie ihr sehen könnt, vor kurzem war ja hier noch alles voll mit Holz. Wir haben da hinten so eine schöne große Feuerschüssel und da haben wir gestern ja, so an die 10 Bäumchen verbrannt. Aber ist ja nicht so, dass wir da nicht noch genügend liegen haben. Ne? Also ich meine, hier liegen noch zig Bäumchen, da liegen noch zig Bäumchen, also das muss alles noch weg. Ja. Und dann haben wir ja vor, uns hier einen schönen Weg runter zu machen und da unten eine schöne Terrasse direkt ins Wasser. Ja. Dass wir da unten auch noch sitzen können. Und da freuen wir uns schon drauf. Gell? Ja. Also ich bin echt fast im Überlegen, ob ich mal schön ins Wasser springen soll. Die Frage ist, wie die Temperatur vom Wasser ist, ne? Wahrscheinlich so kalt. So, jetzt gehen wir mal noch einen Schritt weg. Ich habe hier gar keinen Platz auf der Straße, das ist das Problem. So sieht das ganze Gespann übrigens aus. Ne? Aha, gut, die Scheibe müsst ihr euch hochgeklappt vorstellen. So, und wenn ich jetzt mal so übers Dach gucke, ja, da kommt ja der Speedy, sind wir auch aufgestanden. Guten Morgen. Ja, das Geschirr auszogen. Und wenn ich so gucke, ne, wenn hier nachher die Scheibe oben ist, habe ich hier so einen Wind ab übers Dach und komme dann genau auf die Rundung zu. Ja, wir sind jetzt windschnittig. Nee, Quark. Ein Klotz im Wind ist es, aber ein bisschen hilft es. Du, der ist schon eine Weile draußen. Und er findet den Fahrradwohnwagen so toll. Echt? Ja, ja. Oder? Nee, drumrum schnüffelt jede Ecke, jeden Millimeter wird abgeschnüffelt. Ich glaube, ich muss den mitnehmen auf die Reise. Hm, Kiro? Gehst du mit dem Papa auf die Reise? Dann brauchen wir aber einen weltweiten Impfpass für dich, bis du nicht in Quarantäne musst. Übrigens,
Wenn man uns fragt, wie wir das Leben finden, wir finden es super im Wohnmobil, aber wenn man die fragen würde, ich glaube, die würden vor Freude schreien. Ja, von wegen Hauskatze. Das ist schon ein Brocken, der Speedy gegen Kira immer noch. Ja, da vorne läuft wieder dieser Käfer, dieses Monsterkäfer. Da. Nicht mal hinlegen. Ja, da liegen übrigens noch unsere Überreste von unserem Fahrradzelt, was es zerlegt hat. Ja, hier hängt gerade Wäsche. Und das ist der Parkplatz vom Fahrradwohnwagen, da muss er gleich wieder hin. Ich habe ihn extra für euch jetzt mal schön rausgezogen, um das Video zu machen und mal angekoppelt. Ist Jo, mal lass mal den Käfer in Ruhe. der Käfer, ja, der stinkt doch. Merkst doch, Kiro. Oh, da unten krabbelt irgendwas im Gebüsch. Oh, da kommst du nicht durch, lauter Dornen, ja. Vorhin saß ein Schmetterling auf meiner Fahrradtasche. Da ist auch gerade einer vorbeigeflogen. Achso, übrigens, hier ist ein ganz normales Hausschloss. Ja, leider ist der Zylinder ein bisschen lang geworden. Aber es ging nicht anders wegen beidseitigen Schließen. Musste ich so einen langen Zylinder nehmen. Ich kann den also sozusagen von ihm auch mich einschließen. Ja, hallo Speedy. Willst du mal reinspringen? Ja, ich habe gerade auch noch erwähnt, ne, wegen verschimmelter Matratze und so. Nee. Ich glaube. Wenn man bedenkt, das Ding ist jetzt schon fast 5 Jahre alt. Ne? Also ich sehe da keinen einzigen Fleck drauf. So, aber ich denke mal, jetzt haben wir wirklich alles abgearbeitet. Ich hoffe, wenn nicht, dann stellt Fragen. Dann mache ich nochmal ein Filmchen drüber. Ja, wie gesagt, also die Solargeschichte habe ich jetzt fast gleich gelassen, bis darauf, dass die Platten jetzt hier auf einem separaten Rahmen liegen. Den Rahmen habe ich jetzt auch wieder, so wie auch da, bloß die Streben zwischendrin, zwischen den Platten immer aufgelegt. Habe aber dann in der Mitte noch ein, sag doch, Rollogurt noch reingemacht, gespannt, dass sie in der Mitte auch noch eine Auflagefläche haben. Wäre, glaube ich, nicht nötig gewesen. Also hier sieht man es übrigens. Ja, also da ist er fixiert und ist dann hier unten durch. Okay. Ja, ich weiß, Kameraführung katastrophal. Aber das kennt er ja von mir. Ja, dann hat man ja nachträglich noch die Lüftungsschächte eingebaut, links und rechts, dass da auch gutes Durchzug ist. Da ist auch auf der einen Seite ein Thermostat geregelter Lüfter. Ich kann halt Speedy will gerade einen blöden Fahrradwohnwagen reingehen. Ich muss halt Faultier. Faultier! Das ist witzig, Komm, denn das, den Abdruck vom Halsband hat er immer noch. Ne? Kiro will jetzt rein. Der Komm. Kiro. Komm her. Ja, so wirklich wach siehst du noch nicht aus. Kleines Hängeborschweinchen. Ja, wir mal ein bisschen in den Schatten legen. Ne? So, aber jetzt ist mal zum Sonntag. Schön ist das Leben. Man muss es nur schön machen. Man muss nicht unbedingt auf den Campingplatz ziehen oder in den Wohnmobil ziehen. Aber besser geht's nicht, Leute. Macht's einfach. Es ist einfach nur toll. Da gibt es natürlich auch ein paar Sachen, die nicht so toll sind, wie zum Beispiel momentan noch die Kassettenklo-Lehrerei. Aber ansonsten tolles Leben, oder? Spatz. Ja. Ja. Und wenn wir jetzt noch die Arbeit hier fertig haben und die Platten verlegt haben und die Zelte wieder wegkommen und unser Anhänger dann irgendwann mal kommt, ich kann immer noch keine Aussage machen, weil es gab eine Preislistenänderung und ich habe immer noch kein Angebot bekommen. Ich warte immer noch drauf. Sonst hätte ich euch da nämlich mittlerweile auch schon auf dem aktuellen Stand gebracht, aber ist nicht. So, in dem Sinn, mein Spruch habe ich gesagt, ich wünsche euch was, bis die Tage.